Wir sind zurück und heute werden nochmal richtig dick Tränen fließen, weil, naja, es gibt Einzellagerfeuer und wir freuen uns deswegen auf die neunte Folge von Island. Woo! VIP. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Ich habe keine Ahnung mehr. Tino baut Scheiße, das ist irgendwie die ganze Quintessenz, die ich noch weiß. Annie und Jermaine haben herausgefunden, hatte vielleicht mal was mit einer Verführerin vor Temptation Island VIP. Das könnte einige Probleme geben und wir gucken dann mal, was dann alles heute beim Lagerfeuer rauskommen wird und freuen uns. Wer sich die ganze Folge natürlich reinzieht, kann es gerne machen. Auf RTL Plus, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich bin die perfekte Barbie, ich würde sagen, ich verkörper das richtig gut und ich liebe Pink einfach. Es war für mich nicht mal ein Kostüm, also das habe ich halt einfach aus meinem Kleiderschrank genommen. Und das ist doch immer das Beste, wenn man zu einer Motto-Party geht und einfach perfekt vorbereitet ist, weil alles immer da ist. Oder ist jetzt einfach spontan angezogen und dann haben sie deswegen eine Motto-Party gemacht. Ist ja auch egal. Nein, das ist mein Alltagsoutfit. Ich gehe auch so nach Rewe. Jessie ist halt ein Charakter. Sie liebt die Aufmerksamkeit und sie liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Tief einatmen. Jetzt komm jetzt. Hi, Ken. Und ich finde, das ist jetzt nicht schlimm. Vor allem finde ich, Jessie wirkt auch nicht unangenehm dabei, die ganze Zeit, dass sich irgendwie im Mittelpunkt drängt, sondern sie mag es einfach so, ein bisschen mehr Spaß zu haben und ist dann ein bisschen mehr outgoing. Alles fein. Und während jetzt in der Frauenvilla es richtig abgeht mit der Barbie- und Ken-Party, machen die Männer ja auch irgendwas Ähnliches, ne? Boah, ich brauche eine Sonnenbrille. Warum? Deine Augen sind zu hell. Ach Gott, und da haben die auch mal irgendein anderes Gesprächsthema. Deine Augen sind so hell, deine Augen sind so krass. Guck mich nicht mit deinen Augen an, guck mich mit was anderem an. Nur, es geht nur darum. Also, wie haben die einfach jemals Gemeinsamkeiten feststellen können, wenn es nur um die Augen geht? Und Leute, ich liebe es aber ganz kurz. Habt ihr diese Transition gesehen von richtiger Partymucke, die wir Zuschauer bekommen, zu so läuft es eigentlich wirklich bei deren Party ab? Gar nicht mal so spektakulär. Sie kann mit ihren Blicken einfach ja, in meine Seele schauen, habe ich das Gefühl. Ne? Es ist einfach schon sehr, sehr, sehr tief. Und der hat irgendwie auch keine andere Leier. Ich frage mich, was passiert, wenn die wirklich miteinander schlafen würden. Will er da überhaupt mit ihr schlafen oder will er irgendwie nur ihre Augen anstarren? Man weiß es nicht. Ich hoffe einfach nur für Tinusch, dass er sehr viel Selbstbewusstsein hier mit rausnimmt und nicht noch zwei gebrochene Herzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass Tinusch irgendwie zwei Herzen brechen wird, weil er bricht das Herz von Sarah Jane. Und sein eigenes Herz wird auch gebrochen, weil er ja mit der Augenfrau niemals zusammenkommen wird, weil sie ihn wahrscheinlich verarscht. Oh Mann. Ach Mann, schade. Lisa weiß auf jeden Fall, wie sie mit ihren Augen umgehen muss. Ich glaube, sie macht das aber auch gar nicht wirklich so bewusst. Weiß sie dann wirklich, wie sie mit ihren Augen umgehen muss, wenn sie es einfach unterbewusst macht? Oder wenn du es einfach nur rattenscharf findest? Wird die nicht eigentlich auch selber mal langsam langweilig, da dauernd drüber zu reden? Warum ist das denn überhaupt wieder Thema? Der Party so ein bisschen zurückziehen, weil ich so gemerkt habe, ich werde so ein bisschen emotionaler und vermisse meinen Partner so ein bisschen mehr. Ja, und während Sarah Jane ihren Partner so richtig vermisst, hat der nur Augen für eine andere. Der ist aber richtig auffällig, ne? Immer mal. Und das nicht nur wegen der Temptation-Sache. Auf keinen Fall nur wegen der Temptation-Sache. Die findet dich wirklich richtig toll, Tinusch. Das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock. Wirklich? Ich glaube das nicht. Also, mir fehlt noch ein bisschen im Interview, dass die Verführerin sagt, boah, ich verarsche Tinusch komplett. Das hat ja Laura damals gemacht mit Mark Robin. Und das fanden alle fantastisch und so soll es auch sein. Sie macht es noch nicht, aber vielleicht will sie sich auch noch selber einreden, dass sie Tinusch nett findet, damit sie es noch weiter schafft, ihn zu verführen. Und wenn sie einmal Charakter bricht und sagt, sie findet eigentlich Kacke, dann kann sie es nicht mehr oder so. Man weiß es nicht. Oder ich schwöcke auch gerne hier rum. Einfach für den Vibe, weißt du? Hula, hula, hula. Klingt allerdings nicht so clever, sowas zu machen, Jermaine. So gar nicht. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Menschen. Er kommt immer wieder auf mich zu. Wenn es ihm dann zu viel wird, macht er einen Rückzieher, weil er Angst hat, dass er falsche Bilder an Jessica liefert oder es zu auffällig wird, dass er Zeit mit mir verbringt. Hä, warum klingt er aber irgendwie so enttäuscht? Weil das ist doch genau das, was man von dem Partner möchte. Hey, du kannst ruhig Zeit mit der Verführerin verbringen, wenn ihr euch irgendwie gut versteht, Spaß miteinander habt, aber übertreib es nicht, dass es irgendwie komisch wirken könnte. Und er achtet immer darauf, dass seine Freundin nicht ein schlechtes Gefühl bekommt. Das würde mich voll freuen. Und als Verführerin würde ich mir auch doch denken, oh mein Gott, ich will ihn verführen. Oh mein Gott, der ist mega treu seiner Freundin gegenüber. Yes! Aber da, hä? Verstehst du? Nein. Das finde ich persönlich gar nicht cool. Oh Gott, also die verstehen immer noch alle ihre Verführerinnenrolle nicht, ne? Euer Job ist zu gucken, ob dieser Typ treu bleibt und wenn er treu bleibt, habt ihr euch zu freuen dafür, dass
die Beziehung intakt ist und dass die Freundin einen coolen Freund hat und nicht, ja, ich fühle mich irgendwie dauernd zurückgesetzt. Also das Ego dieser Verführerin immer. Naja, Partys waren irgendwann vorbei, schlafen gegangen, neuer Morgen. Also heute ist irgendwie nochmal ein ganz anderer Morgen als gestern Morgen. Ich hoffe, mein Fuki bleibt so brav wie bislang und ist einfach nur ein Dulli, aber kein Arschloch. Man muss sagen, Lisa Marie, bisher ist bei dir und Akka ja auch irgendwie gar nichts passiert, ne? Das größte Problem war ein Avocado-Toast. So. Ich habe auch Fragen, die ich ihm gern stellen würde. Fragen, was das Gespräch über Gefühle oder dieses Verlieben sollten. Inwieweit ich ihn unterdrücke, weil ich finde keine Antwort dafür. Und ich finde es irgendwie richtig schade, dass Sarah Jane sich die ganze Zeit jetzt den Kopf macht, sie überlegt, wie kann sie ihre Beziehung verbessern, wie kann sie für Tinos dann da sein. Er hat anscheinend Probleme ausgesprochen, wie kann man das lösen, kann man das dann später mal klären alles. Und er, den juckt das gar nicht mehr, was mit ihr ist. Ne? Der hat der gar kein Interesse, man sieht nie wieder, wie Sarah Jane überhaupt denkt. Machst du dir Sorgen wegen Lagerfeuer? Ich mache mir einfach Sorgen, dass sie sich Sorgen macht. Weißt du? Weil ich hier schon viel chille und so. Und ich finde es schön, dass Jermaine auch nicht mal irgendwie einen Vertrauensbruch bei Jesse sieht. Also der hat nicht mal das Problem, dass er denkt, oh mein Gott, sie können mir fremdgehen. Der Gedanke ist nicht mal da. Und auch er hat nur die Sorge, dass sie irgendwie schlecht von ihm denken könnte, obwohl alles gut ist. Oh, finde ich auch. Also das finde ich eigentlich alles fein. Liebe Singles, jetzt sind nicht nur eure Führungskünste gefragt, sondern eure verborgenen Talente. Temptation Island sucht den Super-Single. Die Jury besteht aus unseren Vergebenen. Ja! Gott sei Dank müssen wir nichts vorführen, sondern einfach nur judgen. Ich liebe judgen. Ja, dann zeig mal, was du hier drauf hast. Ah, das war schon das ganze Talent. Da kam dann nicht mehr danach. Okay, wow! Danke, war mega cool. Stell euch mal ganz kurz vor, wir hätten nicht noch ein bisschen die Musik gerade von Billie Jean gehört. War doch Billie Jean, ne? Dann wäre vorbei gewesen. Wow. Und ich liebe es, wie überbissig beeindruckt Jessie jetzt auch gerade ist. Wow, auf dem Ball jonglierst du krass. Also ich meine, das ist das krasseste Talent, was wir wahrscheinlich dort sehen werden, aber sie ist über die Maßen beeindruckt. Wow. Okay, und sein Talent war jetzt in den Pool zu springen. Es ist vielleicht auch schwer, sich schnell was aus den Fingern zu saugen, ne? Liebe Frauen, die Zeit bei Temptation Island VIP wird immer intensiver. Heute Abend ist es besonders wichtig, dass ihr füreinander da seid. Weil jetzt kommt das besagte Einzellagerfeuer, was ich eben schon angekündigt habe. Wir wussten das schon, ne? Wir wussten das schon wegen der letzten. Wir wussten das schon. Das weiß doch jeder. Mehr dazu erfahrt ihr heute Abend beim Einzellagerfeuer. Warte mal aber kurz, wenn es ein Einzellagerfeuer ist, wie sollen sie dann füreinander da sein, weil sie sind alleine mit Lola? Packen die eigentlich diese Sätze, schreiben die Satz für Satz einfach mal auf, werfen das in eine Schale und sagen, Lola, zieh mal raus und das ist dein Text? Weil das passt meistens gar nicht zusammen, was die da quatscht. Während die Frauen sich jetzt allerdings groß Sorgen machen, oh mein Gott, die Männer sind schon wieder fremdgegangen. Naja, haben die Männer gerade noch mal ein bisschen Spaß im Pool. Ja, also Luftmatratzenpaddel war ja sehr körperlich bei den Teams. Also, ja, Maxi hat sich auf Jermaine draufgeschmissen. Und alle anderen Verführerinnen haben das bei ihren jeweiligen Partnern auch gemacht. Aber bei Jermaine ist natürlich wieder ein großes Drama. Hoffentlich wird das jetzt nicht irgendwie wieder ein Punkt werden. Aber Jermaine hat ja auch die ganze Zeit ganz allein ihre Nähe gesucht. Weil für uns war ja Spaß und die, haben, also die hat das so richtig ernst genommen. Die lag 5 Minuten vorher auf seinem Rücken, bevor es begonnen hat. Mhm. Ja, weil die Verführerin voll hart auf Jermaine steht und nicht umgekehrt. Und alle sind immer so, oh mein Gott, die Verführerin schmeißt an Jermaine ran und er tritt sie nicht jedes Mal weg. Er muss sie lieben. Nein. Nein, nein. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Nein. Sexuelle Spannung, was zwischen denen ist, das fliegt komplett in der Luft, wenn die beiden beieinander sind. Er kann in manchen Momenten einfach der Versuchung widerstehen und in manchen nicht. Das ist der Punkt. Darf ich mal ganz kurz ansprechen. Der Versuchung widerstehen ist bei denen, Jermaine weist sie komplett ab. Und wenn er nicht der Versuchung widerstehen kann, ist er einfach nur nett zu ihr. Wir gucken mal. Vielleicht irren wir uns auch und die große Liebe entsteht da noch. Bestimmt. Aber es ist immer noch eher von der Verführerinnenseite. Dann werden wir uns verbinden und wir werden eins sein und wir werden uns lieben und wir werden es lieb haben und boom. Am Ende hast du Klarheit. Ja, aber das Ding ist so schon allein diese Vorstellung, ich könnte die Person verlieren, die mir gezeigt hat, was Liebe ist. Weißt du, wie ich das meine? Hat er dir wirklich gezeigt, was Liebe ist? Oder hast du dich einfach nur hardcore in den verknallt und er hat gesagt, ja, können wir machen? Weil irgendwie wirkt es bei denen ja auch nicht nach Liebe, ne? Was?
Oh, nee. So, deswegen, egal wie weh er mir tun würde, ich könnte nicht schlecht über ihn sprechen, weil er behandelt mich toll einfach. Wir warten mal ab, was das Einzellagerfeuer so bringt und ob sie danach sich denkt, was ein Arsch. Während die Frauen sich allerdings für ihr Einzellagerfeuer fertig machen, hübsch machen und stylen, haben die Männer eine Red Carpet Party, wo sie dann auch mal wortwörtlich Bilder liefern können. Tino ist heute der Star, auf schick mit Anzug. Und irgendwie sieht das nicht nach cleveren Bildern aus. Aber Tinos, ne? Ist jetzt auch nicht so clever. Können wir kurz nochmal über Jermaines Outfit reden? Warum hat der so ein Oma-Tuch auf dem Kopf? Nicht hot. Jessica, komm bitte jetzt zu deinem Einzellagerfeuer. Warum klatschen wir Deutschen eigentlich wirklich immer? Keine Ahnung warum. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz drüber sprechen, Leute. Guckt euch mal kurz dieses Standbild an vom Einzellagerfeuer. Seht ihr, wie viele Tontechniker, Kameras, Kamerateam, Licht, alles da ist? Das geht ja da komplett ab. Ich würde da irgendwie nicht das Gefühl haben, dass man so alleine ist. Also es wirkt für uns Zuschauer mal so, oh mein Gott, die sind da jetzt alleine mit Lola. Und dann stehen einfach 20 Leute drumherum. Vor allem, ich habe gedacht, so zwei, aber nein, Tausende. Wir kennen uns auch. Woher? Karneval. Du weißt, wovon ich rede. Wow, Jessie kriegt ihren Mund richtig weit auf. Aber ja, ich habe schon erwartet, dass jetzt diese Bilder kommen werden. Und vor allem wird es wahrscheinlich jetzt so schön geschnitten werden, dass es auf jeden Fall so wirkt, dass Jermaine fremdgegangen ist. Wobei auch noch nicht ganz klar ist, was da passiert ist, weil ausgesprochen wurde nichts. Hey, wir waren ein paar Tage miteinander unterwegs, Jermaine. Wir haben miteinander gefacetimed mit meiner Freundin zusammen. Ehrlich? Ja. Und Jermaine, ich weiß das nicht mehr, keine Ahnung. Es war anscheinend auch eine größere Gruppe mit denen, die unterwegs waren. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die einfach nur Teil dieser Gruppe war und das zwischendurch mal war. Also ich finde, diese ganze Situation wirkt sehr konstruiert. Vor allem, sie erzählt dann noch so, hey, wir waren mit voll vielen da feiern und sie waren dann mit dabei und dann haben sie mit einer Freundin gefacetimed oder sie waren im großen Apartment, wo alle waren. Und irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass sie mir vielleicht zwei Sätze gewechselt haben und die jetzt so ein großes Ding draus macht. Das stimmt nicht, das ist jetzt eine glatte Lüge. Wir waren sogar mit euch im Apartment. Ganz unten, so Treppen runter, weißt du? Weißt du jetzt? Nein. Er tut so, er weiß es. Ja, das denken jetzt natürlich alle. Ich meine, es wirkt auch ein bisschen so, als ob er sich doof stellt, muss man auch mal dazu sagen, aber mir fehlt irgendwie die harte Aussage, dass es passiert. Also ich mag diese ganzen Mini-Anspielungen bei sowas nicht. Aber was haben wir dann gemacht? Wir? Du hast... Egal. Warum sagt sie es auch nicht? Vor allem, wenn er sich jetzt wirklich erinnern würde und wüsste, er hätte Scheiße gebaut und will, dass das jetzt nicht rauskommt, würde er doch nicht die Verführerin on-cam fragen, was die miteinander gemacht hätten, oder? Nee. Nee. Es passt alles. Also die Namen, die sie nennt von seinen Kollegen, kenne ich alle. Die waren alle dabei. Das Apartment, da war ich auch. Das ist für Jessie natürlich jetzt zu viel, weil sie sich denkt, oh mein Gott, als wir unsere Kennenlernphase hatten, ist der mir schon fremdgegangen. Die wird so heulen jetzt. Die wird so heulen. Scheiße, Mann. Ich meine, es war Anfangszeit, aber er war sich sicher, dass er mich kennenlernen will auf Ernst. Sogar kennenlernen will auf Ernst. Das heißt wirklich schon was, Leute. Bin hier reingekommen und hab gesagt, ich vertraue ihm zu 100%. Weiß ich nicht, ob ich ihm noch zu 100% vertraue, wenn man mir solche Sachen nicht erzählt, wenn man zweigleisig fährt. Frage ist ja, ist er wirklich zweigleisig gefahren? Also ich kann es Jermaine wirklich zutrauen. Aber ich finde, alles, was man von Jermaine derzeit sieht bei Temptation Island, wirkt halt nicht so. Und auch die Verführerin, also dass sie irgendwie Folge 8, also letzte Folge mit dieser Story erst rauskam und alles und dann nicht mal Klartext reden konnte und dass anscheinend viele Leute dabei waren, weiß ich nicht. Nee. Verarscht. Ich vermisse schon ein bisschen mein Single-Leben. Er hat gesagt, ich vermisse mein Single-Leben. Digga, das ist heftig. Oh, scheiße. Wenn er solche Gedanken hat, dann ist sie für ihn nicht die Richtige. Und das sind jetzt direkt die Bilder, die danach kommen. Also erstmal, er hat sie vielleicht betrogen, das ist jetzt in ihrem Kopf. Dann, er vermisst sein Single-Leben und dann geht es noch weiter ab. Wir sind uns eigentlich alle einig, dass er definitiv auch weitergehen würde, wenn die Kameras nicht dabei wären. Super. Ja, das ist natürlich super hilfreich, weil Jessie nicht weiß, dass diese Verführerin hart auf ihren Freund steht und nicht umgekehrt. Ah, Junge, du bist so ekelhaft. Ja, und hätte man jetzt mal ganz kurz die Reihenfolge, hätte man ihr diese Bilder am Anfang gezeigt und danach, als es ja fremdgegangen ist, hätte sie das wahrscheinlich nicht so schlimm gefunden, weil sie macht da Hahnenkämpfe und dann fällt die Frau halt ins Wasser und klemmt noch mit ihren Füßen und Arsch an seinem Kopf. So ist es halt, wenn man da reinfällt, mein Gott. Und er ist sofort rausgegangen. Also es ist nichts passiert. Aber es wirkt jetzt für Jessie, weil sie richtig sauer ist
Und enttäuscht ist natürlich irgendwie viel schlimmer. Manipulation in meinen Augen. Ich hoffe, dass er trotz diesen ganzen Partys, diesen ganzen Frauen, dieser ganzen Verführung einfach merkt, dass er mich will. Und oh, jetzt ist sie zwar enttäuscht, aber sie möchte weiterhin an die Liebe glauben von den beiden. Ich freue mich aufs finale Lagerfeuer bei den beiden, wenn da einiges vielleicht mal geklärt wird. Was macht dieser Junge? Denkt er nicht nach? So, denkt er nicht darüber nach, dass ich hier sitze? Der Junge hat nicht mal eine Ausbildung. Denkt er? Er hat nicht mal eine Ausbildung. Er hat nicht mal einen Führerschein. Er fährt mit dem Bus. Und was hat das jetzt mit der Beziehung zu tun? Also, kann er sie jetzt nicht mehr verlassen? Aber wie bestreitet er eigentlich seinen Lebensunterhalt? Weil so viele Trash-Sendungen hat er auch nicht gemacht, oder? Naja, Lisa Marie ist dann direkt die Nächste. Und sie hat Sorge, dass ihr Acker, von der ja nichts tut, richtig viele schlimme Dinge macht. Und sie hat ein bisschen Angst, dass er zu viel trinkt. Podcast Sprite? Boah, der ist gut, ja. Wir brauchen Alkohol. Du musst machen. Na, du nicht mehr. Naja, er wirkt jetzt nicht allzu besoffen. Also klar, er ist ein bisschen drunk, hat ein bisschen Spaß, aber da passiert ja gerade nichts. Ey, ich sehe seine besoffenen Augen, die führen genau ins Nix. Der Typ, der kann gar nichts mehr irgendwie anvisieren oder sonst was. Ja? Also, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Normalo-Staffel schon, dass deine Freundin war, die so, oh mein Gott, ich will nicht, dass mein Freund betrunken ist. Klar, fein, wenn das eure Regeln sind oder so. Aber unterm Strich, die sieht jetzt auch selbst, er ist besoffen und es passiert nichts Schlimmes mit den Verführerinnen. Da würde ich mir denken, bam, fein, ich lieb's. Also es ändert jetzt aber auch nichts an der Tatsache, dass ich immer noch davon überzeugt bin, dass wir hier stark zusammen rausgehen werden. So, das wollten wir doch hören. Sehr gut gemacht. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit Lisa Marie. Das war super, das war schnell. Sarah Jane. Komm bitte zum Einzellagerfeuer. Warum ist sie so überrascht? Die anderen beiden waren halt schon dran. Das ist doch jetzt logisch, dass sie auch jetzt drankommt. Das Problem ist halt, dass sie so lange zusammen sind und sie kennt ihn nicht. Ja, das stimmt auch. Und deswegen schockt sie alles, egal was sie sieht. Und wenn man mal kurz darüber nachdenkt, ist das eigentlich furchtbar witzig. Also wirklich, sie ist mit 4 Jahren mit diesem Typ zusammen und hat keine Ahnung, wer der ist. Die kennt ihn wahrscheinlich genauso gut wie die anderen vergebenen Frauen jetzt durch die ganzen Sachen, die sie da sieht. Es ist einfach nur seltsam, diese Beziehung. Schon sehr viel bei anderen Girls so. Eifersüchtig? Ja. Ja? Bisschen? Bisschen? Ja. Brauchst du doch gar nicht zu sein. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du siehst deinen Partner mit einer Verführerin, während er der Verführerin erzählt, dass sie nicht eifersüchtig sein muss, weil offensichtlich sie dann ja die Nummer 1 ist. Und du sitzt als Partnerin so, hallo? Mir doch einfach diesen Respekt, den ich auch irgendwo verdient habe. Und er hat gesagt, ich soll ihm beweisen, dass ich es ernst mit ihm meine. Und das werde ich jetzt tun. Boah, ich brech doch ab, Alter. Weil die darf sich jetzt angucken, wie ihr Freund sich einfach in dieser Verführerin verliebt. Oh Gott, das ist immer wieder seltsam. Ich verstehe auch nicht, wie schnell das so schnell was passieren kann. So, keine Ahnung, wir sind da jetzt 10 Tage, bam, verliebt. Noch mehr? Gibt's ja noch mehr? Ja, wir haben ja schon total viele. Ja, eben, ne? Boah, wie er guckt. Wir lieben beide die Shirazia-Soße. Das fand ich auch. Der hatte diesen Blick, dass er wirklich Interesse hat, wirklich so sich zurückhalten muss, noch mehr zu machen, weil er wirklich so, oh mein Gott, du bist die Geilste, oder? Also der ist richtig begeistert von dieser Verführerin und das muss ja auch Sarah Jane jetzt sehen. Aber ich muss auch sagen, Lisas Blicke machen mich so ein bisschen auch so ein bisschen durcheinander. Denkt er auch drüber nach, dass das ja auch ihr gezeigt wird? Also der ist in diesen Interviews und schwärmt dann von der Verführerin. Hat er nicht erzählt, dass er reif und clever ist? Also der muss doch checken, wenn der das in einem Interview erzählt, dass das auf jeden Fall auch bei Sarah Jane landen wird. Was das auch für eine dumme Aussage ist. Ach, naja. Der Junge ist ja richtig auf den Kopf gefallen, Alter. Also ich würde sagen, er hat eine emotionale Bindung aufgebaut. Davon bin ich zu 100% überzeugt, ja. Oh, und ich glaube leider, das stimmt auch. Warte mal, bricht sie dann jetzt auch ab? Und dann sind am Ende nur 2 Frauen da, 2 Paare da? Und es wird super langweilig? Könnte sein. Und sie soll ihm beweisen, dass er es ernst meint. Wenn sie ihm das beweisen kann, dann bin ich abgeschrieben und ich sitze beim finalen Lagerfeuer und darf mir anhören, ich habe mich verliebt. Ich meine, hat den Sinn für die Realität. Aber heute Mittag noch so, oh mein Gott, das ist meine wahre Liebe, er hat mir gezeigt, was Liebe ist und jetzt so, was ein Arsch. Selbst wenn wir hier als Paar rausgehen sollten, wie soll ich das Vertrauen wieder aufbauen? Nachdem er mich so krass verletzt hat, bei jedem Lagerfeuer sitze ich vor dir und weine, weil er mir einfach wehtut. Gibt es irgendwie gerade noch jemanden, der Sarah Jane einfach mal ganz kurz drücken will, weil das einfach mega scheiße alles ist? Also, ich würde es tun. Er hat definitiv Grenzen überschritten, die er mir selber gesetzt hat. Und ich glaube, das finde ich auch nochmal als i-Tüpfelchen am schlimmsten. Wirklich diese Doppelmoral, so, darauf musst du achten, das würde mich verletzen, mach das auf keinen Fall.
Und dann macht er es ja selber. Das hat man ja auch in der Staffel jetzt schon gemerkt, dass er sich über Kleinigkeiten, die sie macht, aufregt und er es 10-mal schlimmer macht. Witzigerweise hat er allerdings auch aufgehört, sich ein bisschen über ihre Sachen aufzuregen, weil er sie ja nur noch vollkommen auf die Verführerin fokussiert. Eher ihre Augen. Naja, und dann müssen wir mal gucken, wie das auch sich weiterentwickeln wird, ob Sarah Jane vielleicht noch irgendwann abbricht. Es wäre vielleicht besser, was die Männer machen, wenn sie ein Einzellagerfeuer bekommen. Boah, ich könnte jetzt schon kotzen, wenn ich Tino dann später reden höre, weil der wahrscheinlich wieder Sarah Jane irgendwelche Vorwürfe macht, obwohl er sich scheiße verhält. Wir finden alles heraus, Leute, beim nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ich kann noch alles dran draufklicken, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.